Zu einem Basispreis von rund 49.000 Euro bekommt man den Summit Prime 540 von Pössl. Wie er hier steht, 63.228 Euro, aber mit Skyroof, mit einer Innenausstattung, die wirklich High-End ist. All das, ja, erwarten ja viele vielleicht gar nicht von Pössl, die Pössl noch so ein bisschen kennen, so als Einstiegssegment. Aber der Prime 540 wirklich, wie er hier steht, ein ganz tolles Fahrzeug mit ganz vielen Extras und Details, die wir gleich mal fahren werden. Wir haben hier hinten Aufbaufenster mit drin. Das Ganze steht auf Jumper. Wenn wir hinten reinschauen, das ist so das Heck, wie wir jetzt hier haben. Wunderschönes Wetter heute, 21. September im Freistaat in Sulzemus 2022. Viel Weiß, wenig Holz. Also wenn, dann hat man dieses neue graue Holz hier im Einsatz mit dabei. Aber alles ganz anders. Also eine ganz helle, ganz moderne Optik hier mit drin. Man sieht das jetzt schon an den Oberschränken oder es fängt schon an, allein an den Polstern, die hier verwendet worden sind. Hier sind graue Polster im Einsatz, ganz modisch, ganz modern, die ja überhaupt nicht so den Eindruck von Altbacken irgendwie rüberkommen lassen. Das Ganze fühlt sich auch sehr, sehr ganz schick und ganz modern an. Es sind teilweise wirklich die Fronten, die Farben, die hier verwendet werden, die dazu führen, dass der Gesamteindruck auch nicht Arztpraxis ist, sondern eher so eine schicke, moderne Wohnung, die man hier hat. Und das Ganze werden wir jetzt gleich auch nochmal beschreiben, was man wo findet und so weiter. Hier ist Gas auf der rechten Seite. Linke Seite die Wassertanks, also gedreht gegenüber dem, was man normalerweise hat. Zoösen sind hier mit eingebaut. Hier kann ich also Fahrräder transportieren. Das Ganze kann ich natürlich dann auch rausnehmen, damit ich auch größere Sachen hier transportieren kann. Also Lattenrost ist mit drin. Die Bepolsterung ist ordentlich dick, sodass ich auch einen Liegekomfort habe, der ausreichend ist. Und auch große Menschen können diagonal schlafend hier im Querbett ihre Zeit verbringen. Ja, wenn wir das Ganze sehen, da sind einige Extras hier mit drin, die verbaut worden sind. Das schauen wir uns jetzt mal auf der Preisliste an. Der Endpreis natürlich über 60.000. Das ist das Jahr 2022, aber die Frage ist, ob das jetzt noch wesentlich besser ist, man weiß es nicht. 2,58 Meter ist die Höhe und 5,41 Meter ist die Länge. Wir sind unter 3,5 Tonnen und hier auch schon alle Extras, die hier mit dabei sind. Also da ist Alufelgen dabei, ist eine Klimaautomatik mit dabei, zusätzlich nochmal 95 Ampere-Stunden. Es ist ein iNet X ist dabei, das werden wir auch gleich mal sehen. Also wirklich das allerneueste 2023er Modell Summit Prime 540. So, Seitsfenster, Rahmenfenster sind hier verbaut. Das Ganze lässt sich auch nahezu stufenlos einstellen. Der Kühlschrank direkt im Eingangsbereich von beiden Seiten zu öffnen. Sieht man immer mehr, der große Kühlschrank jetzt mit dem abgesetzten Bedienteil. Ja, das natürlich dafür sorgt. Üblicherweise ist ja das Bedienteil hier oben drin und das fehlt jetzt komplett. Und dadurch hat man mehr Volumen dann auch im Kühlschrank mit drin. Wenn man hier schon mal reinschaut, das ist viel Platz. Man hat dann drehbare Sitze im vorderen Bereich, ein wirklich sensationell neues Bad, der Baldachin in Hochglanzoptik hier mit drin. Also es macht einen wirklich sehr edlen Eindruck. Besonders toll ist dieser Tisch, denn der hat eine Schnellverstellung. Den kann man also in 0, nichts, kann man den komplett wegklappen an der Seite, sodass er gar nicht mehr stört. Also eine ganz neue Erfindung, die dafür sorgt, dass man diesen Tisch auch wirklich ganz schnell wieder los wird. Und wie man sieht, die Tischplattenerweiterung ist da auch nochmal mit drin. Hier hat man das Standard-Fahrerhaus vom Citroën mit drin. Da ist eine Klimaautomatik, habe ich eben schon kurz erwähnt. Und ein 6-Gang-Schaltgetriebe-Fahrzeug gibt es ja nur als Schalter. Da das Panoramadach. Hier oben darüber nochmal ein großes Heki. Das CBE-Bedienteil, hier ist das neue Truma-Bedienfeld für die Heizung. Das kam jetzt auch auf dem Caravan-Salon 2022 in fast allen Fahrzeugen. Das ist das abgesetzte Bedienteil vom Kühlschrank.
wo ich also ganz problemlos, ohne dass ich irgendwie krabbeln muss, das Ganze dann auch auf Quiet umstellen kann, also auf den Nachtmodus. Der ist dann schon ein bisschen leiser. Wir haben einen Kompressorkühlschrank und hier ist das CBE-Bedienteil, das wirklich über ein digitales Display nochmal über alles informiert, was hier los ist im Fahrzeug. Ich setze mich jetzt mal rein. Das ist so die Sitzgruppe gegenüber, wo ich sitze. Und wenn jetzt so die Tür geöffnet ist, so am 21. September, jetzt kommt die Sonne so ein bisschen rein, ja, dann können wir hier noch einen Kaffee trinken. Platz für die Kaffeemaschine ist auch noch hier. Wir haben hier eine große Ablage, die kann erweitert werden hier durch diese Arbeitsplattenerweiterung mit drin. Die Technik ist auch sauber hier verbaut, hier unten. Da kommt man problemlos ran, einfach öffnen. Hier sind die 230 Volt Sicherungen drin und die 12 Volt Sicherungen. Hier drunter ist noch ein Staufach, das kann ich nutzen. Einfach hochheben für kleinere Sachen, die ich reingeben möchte. Schränke, auch die natürlich der Größe entschieden. Vollkorpus mit so ja, einem Filz hinten drin. Das sieht richtig klasse aus in echt. Die Lampen mit Touch-Steuerung und drei Schubladen mit eingebaut, die also komplett dann ausgezogen werden können und Platz bieten für die kleinere oder auch etwas längere Tour hier mit drin. Wir haben ein sehr kompaktes Fahrzeug. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich von den Kompaktfahrzeugen immer ein bisschen ungünstiger wie bei den ganz langen. Man zahlt fast genau das Gleiche, kriegt aber ein wesentlich kürzeres Fahrzeug. Aber Leute, die sich dann dafür entscheiden, entscheiden sich ja ganz bewusst dafür. Das ist jetzt keine Zufallsentscheidung, dass jemand sagt, oh, ich nehme jetzt ein kürzeres Fahrzeug, weil ich will Geld sparen. Dafür ist das ganz, ganz bewusst dann das falsche Fahrzeug. Ich mache mal kurz Licht an. Dann könnt ihr ein bisschen besser sehen, was hier los ist. Und da sind die Verdunklungen direkt im Fenster mit eingebaut. Querschläfer wäre kein Problem. Also 1,85 Meter. Ich hätte hier Platz. Zumindest eine Person. Es geht auch komplett als Querschläfer. Aber hier unbedingt Probe liegen, ausprobieren. Highlight das Bad. Das hat hier so eine Schiebetür. Und hier sieht man auch schon, also hier ist alles neu erfunden worden. Man hat also zwei Ausläufe mit drin. Die Heizung ist natürlich direkt angeschlossen. Am Bad muss es auch schön am wärmsten sein. Hier oben hat man die Besonderheit, dass der Spiegel sowohl über den Waschtisch als auch über den Duschbereich der gleiche ist. Und der kann einfach umgeschwenkt werden. Hier oben sieht man die Kassettentoilette von Dometic. Das Bedienteil ist an der Stelle, wo man es auch erwartet. Und dann schließe ich jetzt mal und das ist dann das Schwenkbad. Also hier wird dann zugemacht und hier kann man auch als größere Person bequem drin duschen und hier vorne sogar noch seine Seife, sein Duschzeug und so weiter, Duschgel abstellen. Das funktioniert. Also, warte, ich schieße das mal hier von etwas weiter weg. Dann wird klarer, wie groß die Dusche jetzt hier drin ist. Und das Ganze kann einfach umgeklappt werden und dann hat man sein großes Raumbad hier mit drin. So, ich mache das nochmal zurück, dass man das sieht. Ja, damit haben wir das Fahrzeug schon vorgestellt. Großes Heki hier am Bad eingebaut. Auch das ist größer als normal. Ein sehr kompaktes, schönes, kleines Fahrzeug mit vielen Designelementen, die ganz vergessen lassen, dass man hier im Pössl drin ist. Also das ist wirklich großes Kino für Pössl. Das Ganze kann man sich herunterladen als Katalog. Hier vorne ist der Katalog. Wenn ihr jetzt auf Standbild drückt, dann könnt ihr mit eurem Handy den QR-Code abfilmen und kommt auf den aktuellen Pössl-Katalog. Ja, Tipp ist immer, man kann alle Fahrzeuge mieten auch oder viele Fahrzeuge mieten und das sollte man auch tun, bevor man sich für ein Fahrzeug entscheidet. Dann weiß man, ob es passt oder nicht. Summit 540 Prime, da ist es. Preis hier im Freistaat 63.228 Euro. Wir filmen heute am 21. September 2022. Danke fürs Einschalten. Abonniert German Television. Ja, bitte abonnieren. Tschüss.